Nein, sie rennt weg. Nicht merkst. So, hallo, wir machen weiter. So. Ich habe die Aufnahme gestellt, die Dings gestaltet, das heißt, ich muss hier ganz schnell mich muten. Macht Sinn, dass du die Aufnahme jetzt hat er sie ganz gemutet. Da habe ich gar nicht gesehen, was ich bin. Hilfe, was bin ich denn? Oh mein Gott, nein. Ja, das macht Sinn, ne? Ich bin einfach, oh nee. Wo ist denn mein Mute-Button? Oh nee, ich bin schon wieder Imposter. Die Aufnahme geht los und ich bin einfach Imposter. Was ist das denn? Aber jetzt kenne ich endlich ein paar. Jetzt kenne ich endlich ein paar Dings, die ich sagen kann, die ich gemacht habe, aber leider nicht alle. Aber ich kann einfach die wählen, die ich, ne? Das ist das Ding. Ich kann einfach die wählen, die ich gemacht habe. So. Ich würde sagen, wir sabotieren gleich mal eine Runde. Und du, mein Freund, machst einen Abflug. Alle rennen zum Licht. Und ich war leider gerade hier festgesteckt, deswegen konnte ich nicht so schnell zum Licht. Ja, so ein Ding ist das. Ich habe gerade in der Dekontamination gesteckt. Allerdings kenne ich die Tasks hier unten nicht. Das ist eigentlich dumm. Das ist eigentlich dumm, dass ich hier drin gesteckt habe. Ich wollte hier runter. Ja, ich wollte hier runter. Das ist in Ordnung. Ja, da ist eine Rakete oben. Mhm. Oh nein, falsch ist tot. Na, Conan, erklär dich. Ja, los, Conan. Ja, wurde gefunden. Was? War Veit mit bei den 1000 Leuten, die das Licht gefixt haben, dabei? Ich glaube nicht, habe ich gerade auch überlegt. Ich hab ihn da nicht gesehen. Axean, okay. Rasierer, du, Nico und ich. Und Flo. Nico war auch. Wir fünf waren das. Nico, Axean, Rasierer, Flo und ich. Wo wurde er denn überhaupt gefunden? Hallo. Aber es ist auch nur eine Person gestorben. Also. Wo wurde er gefunden? Ja, wo war er? Rakete, immer noch. Wo ist denn die Rakete? Ich habe hier eine Karte, ich sehe keine Rakete. Ja, oben rechts. Ja, oben Mitte rechts oder so. Ja, es ist vorm Labor. Also Conan, Conan, ich stimme dir zu, eine Rakete ist ein Phallus-Symbol, aber es ist schon eindeutig eine Rakete. Ja, aber ich meine... Eine rote? Ich kann halt nur mit den Ortsangaben was anfangen, sorry. Es ist in diesem hellgrauen Raum links von Laboratory. Das ist halt vor, okay. Das ist halt vor Laboratory. Okay, alles klar. Also in Nord- und Nordosten. Alter, Rakete. Ich gucke auf die Karte und denke so, bin ich blind? Also guck mal, wir sind ja schon mal fünf Leute, die da nicht in der Ecke waren, ne? Genau. Und ja, Nico würde ich auch nochmal doppelt klären, weil ich. Nico würde ich auch nochmal doppelt klären, weil ich war ziemlich lange mit ihm zusammen. Ich würde Flo klären, aber ich ja. Die anderen habe ich häufig gesehen. Also ich würde auch sagen, zum Zeitpunkt des Reports, weil ihr ja gerade redet, wer wo war, ich war zum Zeitpunkt des Reports zwischen diesem Spaceman-Ding und dem da unten. Diesem Kontaminierungsding. Ich habe da gewartet, dass das Ding wieder aufgeht. Mhm. Und bist du vorher aus Lab gekommen oder Admin? Ich bin aus Lab gekommen. Gut, du bist also in der Ecke gewesen, wo die Leiche lag. Da, wo die Leiche lag, ja. Ich habe in Lab Task gemacht und wollte dann runter zu Office in einen anderen Task. Nee, nicht das. Wollen wir direkt Conan wählen? Das ist nicht Office, das ist. Also, ich würde nicht direkt Conan wählen, aber nee, ich würde auf jeden Fall immer. Ich auch nicht, aber ich finde das auch sus. Also. Es ist sus, aber. Bull könnte ja auch self-reporten. Nee, ich glaube, es nicht kommen. Der lügt gerade nicht. Dani, hast du Elektronik auch die Kabel gemacht? Ja. Dann bist du runter zu den anderen Kabeln. Ja, okay. Alles klar. Ich glaube, die Kabel sind auch Common-Task. Also, ich glaube, wir haben alle Kabel. Ja, ich habe auch so ein Wire-Task. Wire-Task und so ein Labyrinth. Ja, ich kann auch sagen, dieses Licht. Ich wollte zu Electrical gehen, aber ich war da schon auf dem Weg runter zu Spezimänner. Warte, was hast denn du für Tasks gemacht? Ah, okay, alles klar, das hat sich bei Laboratory. Zum Beispiel. Was, Conan hat sich verraten? Nein, Conan hört sich sehr glaubwürdig an. Also der ist gerade nicht nervös. Was für Tasks hat er gemacht? Er stolpert mal ein bisschen über die Tasks. Das findet ihn glaubwürdig, das ist ganz schön dächtig, würde ich sagen. Also hat Conan Tasks gemacht? Wenn ja, welche? Ich habe den Task oben bei Laboratory gemacht, ja. Den, wo man, was ist das? Da drückt man auf die. Das sind um das Ding rum sind vier so Knöpfe. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und da drückt man ja, drauf, das ist dass die Rakete, weggehen. Also genau das, wo die Leiche lag, aber ist okay. Okay, knapp. Knapp. Das ist nächsten Mal, beim nächsten Mal kriegen wir dich. Festgehalten, Spulk hat auf jeden Fall Conan auch gewotet. Ey, geil, Spulk! Ah, ich muss mich muten, Hilfe. So. Danke, dass du das laut gesagt hast.
Buch. Okay, ich habe mich gerade ein bisschen dumm geredet. Das war natürlich klug. Ja. Jetzt werde ich hier verfolgt von Robchu. Was zur Hölle ist das denn? Was willst du von mir? What the heck? Jo, Dani ist es. Dani ist es. Kann nicht sein. Ich hab Dani gerade gesehen, wie er Spulk gekillt hat im Laboratory. Nein, ja, Spulk! Du Wichser, wer war das? Okay, Dani ist es, okay. Dani ist es, ja. Ich hab die ganze Zeit Schiss, dass es Rob Joy ist, weil der mir hinterher rennt wie ein Verrückter. Ich bin gar nicht in Laboratory reingegangen. Wir haben uns doch. Ja, wir haben uns gerade gesehen, Flo. Dani, sei ehrlich, bist du's? Dani, ich hatte dich. Okay, ja, dann wär's es dann. Sag mal. Ja, nach Ausschlussprinzip müsste ich es dann ja sein, weil ich ja gerade Dani hart anschuldige, weil ich gesehen habe, der reportet hat. Ja, okay, er gibt Sinn. Achso, Colin, ja, das ist jetzt, okay, danke. Jetzt votet halt Dani raus und Vince da. Und also ich habe ein Alibi, mir ist Rob die ganze Zeit hinterhergelaufen. Keine Ahnung. Ihr meint, votet nicht raus, aber... Ich weiß nicht, du hast mir Angst gemacht. Ich vertraue eigentlich Jan. Ich kann Dani nicht voten, ich bin emotional beeinträchtigt. Ich kann das nicht... Ihr könnt mich in der nächsten Runde dann gerne die ganze Zeit stalken oder sowas. Ich mach, ich tue nichts, weil ich innocent bin. Ich bin befangen, ey, sorry. Ich fand Dani die Runde davor relativ safe, aber... Ja, also, ich weiß halt auch nicht, was ich dagegen jetzt sagen soll, aber... Ich habe noch Leute in Northeast da in diesem Kamerabereich gesehen und ich bin nicht in Laboratory reingegangen, sondern ich bin runter Richtung... Was ist das da, dieses Health-Ding? Also, wen verdächtigst du denn noch außer Cehan? Ich verdächtige niemanden, weil also ich niemanden da gesehen habe. Aber es haben halt schon fünf Leute gevotet, ich... Ja, ist fast. Hört nicht auf das, was Dani sagt. Ich habe ihn killen sehen. Fertig. Doch, ich höre jetzt auf ihn, was er sagt. Ja, aber ich weiß halt nicht, dann bist du halt der andere Imposter, ganz ehrlich. Einer muss sich dann an Xehanort hängen jetzt, diese Runde. Ja, das mache ich. Ihr könnt mich gerne durchsuchen. Ihr könnt mich gerne vor Nacktscanner stellen oder sowas. Ich habe das. Nein. Dich nicht. Du hast ihn direkt gesehen, während er getötet hat, ja? Ja, also quasi, ich habe Dani weggehen sehen und die Leiche ist gerade umgekippt. Also ich habe es quasi gesehen. Alter, wie dumm soll ich denn sein? Dann müsste ich dich ja auch nicht gesehen haben. Ach komm, jetzt. Ja, das würde mir als Imposter auch schon schnell passieren. Also das ist eigentlich keine gute Ausrede. Also du hast mich vorher nicht gesehen. Jetzt gibt dir einen Ruck, Conan. Ja, ich schließe mich an. Ach Gott, ich habe mich geklickt. Was soll ich machen? Richtig. Kann ich mich mit Tollpatschigkeit rausreden? Ich weiß es nicht. Sorry, Dani, Gruppenzwang. Es ist nicht. Es ist ganz schwierig. Ich habe jetzt keine Chance. Wie soll ich denn gegen 7 Leute? Oder 6 Leute. Ja, okay. Gut, er ist ja Geist. Er kann ja hier sabotieren jetzt wie eine Sau. Wie geht denn das jetzt da? Ich habe das noch nie gemacht. Hilfe. Ist das einfach wieder die Hand? Also ist einfach wieder die Hand. Warte auf zweiten Nutzer. Okay, das war der zweite Nutzer. Stabil. Ich muss Robchu killen, aber wenn Robchu tot ist, dann ist das richtig dumm. Dann ist das richtig dumm. Ich muss die nächste Sabotage einfach starten. Ja, was soll ich tun? So dumm. Es ist so dumm. Was soll ich tun? Ich bin erledigt. Ich bin komplett erledigt. Wie soll ich denn die Nummer gewinnen? Ich kann nur ganz weit weggehen. Aber ich meine, dadurch, dass Rob schon mir immer gefolgt ist, ist klar, dass ich es war. Was soll ich tun? Das ist effektiv nicht mehr gewinnbar. Ich kann nur noch jeden mitnehmen, den ich finde. Das kann ich tun. Und ich reporte einfach selber. Ich könnte selber reporten. Mache ich mich dann verdächtig, wenn gerade der stirbt, der mich immer verfolgt hat? Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach jeden mit. Hallo? Was, der war's nicht? Rosa ist hier
quasi, okay, also im Labor tot umgefallen. Ich habe leider nicht gesehen, wer es war, weil ich gerade eine Task gemacht habe. Aber Meister Kahn hat gerade gescannt. Rechts. Ich stand gerade auf dem Scanner, ja. Ich hatte Conan noch vorbeilaufen sehen. Ich wollte gerade Conan fragen. Ich gehe doch gerade aus dem Labor raus. Ich wollte hier zu dem Ding hochgehen. Ja. Machst du gerade einen Self-Report? Also ist Conan Ding und Rasierer sind auch die einzigen, die ich da gesehen habe. Ja eben, dann muss es ja Conan sein. Weil ich war gerade oben bei der Task, wenn du ja, das oder gesehen hast. Ja, oder ist es ein Self-Report? Ich also denke aber... Erstmal noch mal kurz Flo und Nico, wo wart ihr? Ich war jetzt am Ende in der Admin-Area. Ich war im Büro. Und ich habe Habt ihr euch gesehen? Weil das ist ja relativ nah beieinander. Ich glaube nicht, nee. Schade. Nee. Aber auf jeden Fall, also ich hatte, Counter hatte mich fast die ganze Runde lang verfolgt. Also ich dachte schon, er wär's, weil ich dachte, er will mich abboxen. Aber, fast bis zum Schluss. Also, der war 100 pro in der Nähe da, auf jeden Fall von mir. Und Rasierer und Conan hatte ich da zuletzt noch gesehen. Die Frage ist jetzt, sind es ein oder zwei Imposter? Wenn es jetzt zwei sind, wer hatte Dani davor noch krass beschuldigt, außer Xehanort? Ich. Ach so. Ja, außer du hast dich ja gescannt. Ja. Oder? Ja, also, wenn jetzt noch einer so war, dann würde ich jetzt sagen... Aber Digga, es gibt nur noch einen Imposter, weil wenn du sagst, ich bin safe, ne? Weil ich gescannt habe und ich habe Dani literally den Kill machen sehen, also dann ist wohl nur noch ein Imposter. Das stimmt. Also wenn du wirklich gesehen hast, dass der gescannt hat, dann... Ja. Okay, ja. Nee, ich habe es nicht gesehen, aber der andere, wer war das? Wer hat es gesehen? Also von mir aus, ganz ehrlich, von mir aus können wir sogar Skin voten, weil ich mir halt zu 100% sicher bin, dass es nur einen Imposter gibt, aber wenn ihr mir das nicht glaubt, dann... Ja, dann muss es ja Conan wer ist umgefallen? Nee, ich hatte in der ersten, ich rede von der ersten Runde. Nein, ich meine Rasierer, der gerade dick gedingst hat. Rosa ist gerade umgefallen. Counter ist umgefallen und das hast du gesehen. Ding ist, ich war auch der Meinung, dass... Aber nicht, wer dran vorbeigelaufen ist. Wer war denn... Rot ist da auch noch tot. Und Conan, du warst doch mit Rot unterwegs am Anfang der Runde. Rob hat mich am Anfang wieder verfolgt, das ist richtig. Wann habt ihr euch denn getrennt? Wir haben uns nicht getrennt, er hat mich verfolgt. Ja, aber er ist tot. Ja. Ganz ehrlich... Ich wäre fast dafür, dass wir jetzt entweder Conan oder Rasierer rausvoten und dann sofort Emergency Conan und die anderen rausvoten. Fertig. Also ich würde auch Conan voten, weil ich bin da... Es ist ziemlich safe einer von den beiden, ganz ehrlich. Ich hatte nämlich schon Conan und Rot zusammen gesehen und dann habe ich vielleicht 20, 25 Sekunden später weitest geschaut und da war Rot tot. Dann habe ich auch jetzt schon gedacht, na, ist wenn du Rot tot gesehen hast, wie hast du votet mal bitte, Jungs. Auf weit. Also ich würde sagen, in der nächsten Runde voten wir Rasierer raus, falls es jetzt noch nicht vorbei ist. Danke. Okay. Ja, ich war zu langsam, aber ist auch egal. Ach, die Runde ist schon wieder. Ah, das Ding ist schon wieder rum. Ich guck da gar nicht auf die Zeit. Ja, sorry, Conan. Oder Daddy. Ich wüsste nicht, wie ich gegen 6 Leute ankommen soll. Nice. Nee, überhaupt nicht. War richtig dumm, Alter. Conan, hast du Rot auch gekillt? Ja, ne? Ja, ich hatte jetzt Daniel war ja raus. Wer soll die gekillt haben? Ich hatte nämlich schon überlegt, weil ich gesehen habe, dass Rot tot war und ihr wart vor einer Weile zusammen, ob ich direkt reporten soll mit Emergency-Button, aber dann dachte ich, nee, ich suche lieber nach dem Buddy. Aber Counter oder also Rosa, warum hast du mich die ganze Zeit verfolgt? Um dich zu clearen. Es gab ja macht ja auch Sinn. So. Also ja, aber ich war nämlich schon drauf und dran, zum Knopf zu rennen und versuchen, dich rauszuwerfen, du hast mich hardcore fast über die halbe Map verfolgt. Das hätte mir gut geholfen. Scheiße. Aber ich hab's dann doch nicht gemacht. Conan, jetzt hattest du eigentlich aber auch die Gelegenheit, mal zu beweisen, dass du was kannst. Weil jetzt warst du der einzig fähige. Ich habe zwei Imposter noch mitgenommen. So. Hast du auch gut gemacht. Echt. Beim ersten Kill konnten einfach hab davon kommen lassen. Ihr fragt den x-mal, welche Task er denn gemacht hat. Und er dann, ich habe die Task da unten gemacht. Das Ding ist, ich habe tatsächlich da oben eine Task gemacht und ich konnte mich einfach nicht, also auch als Besatzung, ich konnte mich absolut nicht mehr, ich wusste, da gab es irgendwie so viele Knöpfe und die drückt man und das war dann blöderweise die bei der Rakete selbst, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, wo die Rakete ist. Und genau da war der Kill, aber ja. Ja, natürlich war der Kill bei der Rakete, ich weiß auch, wo die Rakete ist, ich bin ja nicht doof. Aber ich meine, Robsch ist mir die ganze Zeit hinterhergelaufen. Ich musste ihn töten. Das ist okay. Ging gar nicht anders. Aber dass ihr dann halt nicht. Das Ding ist,
Als ich war froh, dass keiner mehr nach Robju gefragt hat, dass ich den zweiten Kill gemacht habe. Und dann kommt jetzt Nico mit, ja, Robju ist dir doch hinterhergekommen. Aber Xehan, scheiße. Also das war das, was Nico gesagt hat, war glaube ich das K.O. Als mich gekillt hast, wollte ich fast laut losladen, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht gemutet war. Das war ziemlich knapp. Ich kam halt leider eine Sekunde, nachdem du gekillt hast, Dani, und ich habe die Leiche halt noch umfallen sehen. Ja, also ich hab dich ja das konnte man nicht, da konnte man sich nicht ausreden. Einfach völlig brainer AFK, Mann. So richtig dumm. Ja, aber wahrscheinlich. Ich hab dann auch gedacht, eine Sekunde später gekommen, wärst du wahrscheinlich damit. Hätte ich dich vorher kommen sehen, hätte ich dich halt gekillt. Das wäre viel besser gewesen. Schöne Scheiße. Hat natürlich auch sehr geholfen, dass Xehanort sich klären konnte. Ich hab dann beim Vote noch gedacht, ich versuche ja, mit, also mit Tollpatschigkeit rauszureden und vote mich selbst. Also das war tatsächlich Absicht, aber gut. Als Imposter finde ich das mit den Visual Tasks richtig scheiße. Dass man da dann auch noch sich wirklich clearen kann. Ich weiß nicht, ob das. Aber. Weil ich frag mich, wer mich auf dem Scanner also wirklich gesehen hat. Also ihr habt mich da hingehen sehen, aber ich glaube, Rasierer stand, ich hab's beobachtet als Geist. Rasierer stand halt ein Raum. Okay, und du konntest mich von da aus wirklich sehen, okay, weil ich hab dich nicht gesehen, aber naja. Aber der Visual Task. Vielleicht haben wir nicht drauf geachtet. Ich sag mal nichts dazu. Doch, sag! Nee. Passt doch, schon. Sag jetzt! Alles gut? Nein, also sag in jetzt! In dem Poster kann sich da auch draufstellen auf das Ding, aber dann gibt es so, da keine Animation. Ach so, aber okay. Wenn jemand, der es wirklich den Task macht, dann gibt es eine Animation und das kann man sehen. Spulk, Alter! Nicht Spulk! Dani? Ja? Hast du Spulk gekillt? Ja, hat er. Ja, hab ich? Kalt Blut. Wichser. Weiß ich gar nicht, wann denn eigentlich? Ja, am Anfang schon wieder. Ich glaube, ich war es gar nicht. Ich glaube, es war Xehanort. Ja. Okay. Ja, das war ein Team, das war ein Team von mir. Ja, richtig. Das war ein Team von mir. Ich habe ihn einfach auf Dani abgewetzt. Conan hätte aber echt Xehanort einfach umbringen müssen in der Zone, ne? Aber wäre wahrscheinlich sehr sass dann. Echt mal, mein Gott. Ja, ich wusste hätte nicht sagen können. Lass mal starten. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich starte. Okay, nächste Runde, oder was? Start. Ja. Oh, jetzt kill ich auf jeden Fall. Jetzt kill ich auf jeden Fall Conan zuerst. Jawollo! Ja. Ito. Gut so, ich auch. Ich auch. Verschwörung. Wenn Conan jetzt nicht als erstes stirbt, dann machen wir einen Neustart. Das ist doch schon mal was. Aber doch direkt den ersten Task. So können wir ruhig jede Runde spielen dann. Kenn ich noch nicht, wie geht das? Was muss ich da tun? Ach, Schlüssel hier setzen oder was? Aha. Okay, verstehe. Da, wo ist der nächste Task? Da. Ah, wieder der bei der. Ja, okay. Machen wir erstmal den Quatsch. Weiter Nutzer. Nico kommt zu mir gelaufen. Alle kommen zu mir gelaufen. Okay. Cool. Rakete. Dann haben wir hier gleich daneben einen. Das ist der, den ich mir nicht merken konnte. Ne? Ach nee, das ist das Fernrohr. Stimmt, das Fernrohr hätte ich sagen können. Das weiß ich doch eigentlich sogar, wie das geht. Muss man nämlich genau den hier suchen. Ach, das war der Minuten, der ist mir nicht eingefallen, der Minuten-Task. Das hätte ich sagen müssen. Wo ist das denn? Das ist außen? Was ist da außen irgendwas? Machen wir erstmal das scheiß Licht. Ihr Licht wird schon wieder, dann gehe ich zurück. Wo ist da? Ach, hier, okay. Was bist du denn? Ah. Okay, gecheckt. Der ist ja cool. Jetzt ist beim... Wem hat man gerade sehr viel Static? Jetzt ist beim Labor neuer. Jetzt ist besser, danke. Ah, ich muss nur den drücken, der nicht passt. Okay, cool. Ja, wir haben es gleich. Ah ja, okay, Daten-Download sind wieder 2 Stück dann. Das Datendownload. Ja, das sind natürlich Datendownload. Ja, gleich. Hat ja eine Minute Zeit, das Ding. Das Ding hat ja eine Minute Zeit. Wenn keiner geht, gehe ich. Weit geht auf die andere Seite. Okay. Rasierer geht auf die andere Seite. So, Rasierer und Fight waren oben. Nico kommt hier runter. Da ist ein. Das ist jetzt der Datendownload. Wirklich. Nervt mich diese Tür. Oh! Also, das sehe ich jetzt erst. Oh mein Gott, ich bin so blind einfach. Ach, okay, warte, ich weiß ja, wen ich voten muss. Xehanort liegt
in Communications. Wow, Conan, Alter. Was? kurz mal einen Ort ausdenken, alles klar. Nein, ich das klingt realistisch. Ich muss die Karte aufmachen und gucken, wie das Ding heißt. Alles gut, ich hab gesehen, dass Conan, ich bin von Electrical gekommen und Richtung Admin, also quasi runtergelaufen Richtung Admin. Ich habe gesehen, dass Conan in Richtung Communications gegangen ist. Ja, richtig, weil ich dann in Task habe und dann war die Tür sogar zu und als ich die Tür aufgemacht habe und reingelaufen bin, lag da eine Leiche. Wen hast du gefunden? Ja, Xehanort ist der Einzige, der tot ist. Ach nee. Nein. Hey, dann habe ich Flo gefunden. Ja, Xehan ist der Einzige, den du killt hast. Das ist korrekt. Wow, Alter. Dann was weiß, den ich gefunden habe. Ich also, wen hast du jetzt gefunden? Ich rede mich schon wieder dumm und dämlich. Du hast Xehan gefunden. Wir haben gesehen. Dann war es Xehan, ja, sag ich doch. Man sieht doch die Farbe, wenn das Meeting losgeht. Ja, es war halt, das Ding war so hell, keine Ahnung. Ah, Conan. Okay, und wo? Ihr wisst gar nicht, wie aufregend ich bin, wenn ich eine Leiche finde, wenn dieser Report-Knopf endlich auftaucht. Ja, einfach weiterlaufen und nicht reporten. Kann schon sein, aber wo hast du sie jetzt gefunden? Ich bin in Communications. Ich wollte gerade den Upload fertig machen. Da ist das zweite Ding von dem Download-Upload-Viech. Ah, ich glaube, ja, nee, ich glaube, Conan. Ich glaube, Nico ist es. Und die Tür war zu, wie gesagt, deswegen hat es gedauert, bis ich reingekommen bin. Ich kann sagen, wenn Nico Imposter ist und Conan auch, dann müsste Nico ja Conans Schusseligkeit jetzt ausgleichen. Also ich wüsste jetzt nicht, warum glaubst du denn Conan jetzt, das check ich nicht. Nee, ich glaube, dass Conan safe ist, meine ich damit. Nee, das check ich aber nicht. Warum sollte er denn safe sein? Weil er sich jetzt hier dumm und dämlich geredet hat? Wegen der Maske. Nee, weil es Sinn ergibt, was er gesagt hat. Weil ich gesehen habe, wie er da hingelaufen ist. Ach so, du hast ihn gesehen, sorry. Okay, du hast ihn gesehen. Ich hatte gerade in Electrical das Light gefixt. Ich war der Einzige, der dort war, um das Licht zu fixen. Ja, Nico habe ich auch gesehen. Nico und Counter waren oben. Wir haben gerade. Und Rasierer war auch oben. Wir wollten diese Rakete ausmachen. Diese Nuke-Dings da. Also dieses, wo man die Hand drauflegen muss. Ich wollte das, du bist da wieder weggelaufen. Weil eins links und eins rechts ist, wenn du nach links gehst, gehe ich nach rechts. Das heißt, wir gehen doch nicht beide zum gleichen. Und ich hab's gesehen, also Spook ist super safe, hard clear. Wer ist safe? Ich und Counter haben Dingens gemacht. Ja, genau. Also Laboratory Dingens. Wer war das, der mit mir im Specimen Room war und dann so Richtung... Wer war das mit mir im Specimen Room, der dann auch mit hoch Laboratory und so gegangen ist? Also ich habe erst ewig lange. Ich war dabei. Und Robcho, du bist mir hinterhergelaufen. Genau, ich bin immer so die ganze Zeit nach links und rechts drückt. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube oder ich wage mal zu bezweifeln, dass man es schaffen kann, in der Zeit Leute, die das Specimen Room mit rumzugehen. Ja, gut, okay. Ich skippe gerade. Ich glaube, es ist Zeit, Nico oder Rasier. Counterfight ist safe, der hat dieses eine Ding gemacht, was man sehen kann. Oha. Nico hat einfach zwei Worte bekommen. Na ja, klar. Ich wollte nicht wieder dich nehmen. Ich war es ja auch nicht. Okay, Ricky, du hast... Ich muss auf mein Gelaber achten, es ist so furchtbar. So, jetzt gehen wir aber direkt zu dem Upload. Allein schon, um zu zeigen, dass ich wirklich safe bin. Jetzt gehen wir aber direkt zu dem Upload. Meine Herren. Sheesh. So. Robchuk kontrolliert wieder, ob ich wirklich Upload mache, oder wie sehe ich das? Hä, wieso leuchtet... Hä, ist der Upload nicht fertig? Bin ich jetzt zu bald da weggegangen? Wieso geht das jetzt nicht auf? Jetzt. Hä, jetzt ist es doch wieder an. Was ist denn das hier? Aber ich habe den Upload doch gerade... Ich verstehe jetzt gar nichts. Ich war doch gerade an dem Ding dran. Bin ich zu bald weg? Hä? Bin ich zu bald weg? Och, komm schon. Ist mein Ernst? Jetzt. Okay, dann war ich wirklich zu bald. Auch schon wieder. Alter, wie oft das hier passiert, ne? Komm jetzt dahin. Hier, so komme ich hin. Passt schon. Okay. Bulk macht schon. Wo ist mein nächster Task da unten? Warum macht ihr den Reaktor nicht aus? Conan plus... War es Nico? Ich weiß es nicht. Du standst da gerade und wir sind dann hoch. Also ich bin hoch und habe gesehen, okay, da steht schon jemand. Und ich kam ja noch nach Nico sogar. Ja. Ich habe links gemacht, Spulk hat rechts gemacht, alles in Ordnung.
Ja, ich habe nur, wir haben nur, also Conan bestimmt auch und wir sind da einfach hin, haben gesehen, Spulk steht da schon. Richtig. Dann haben wir erstmal. Die Leiche ist ein Electrical übrigens. Also falls es jemanden interessiert. Das interessiert definitiv. Achso, ja, du hast gefunden. Ja, okay. Also wenn es Electrical war, dann kann ich kann Spulk clearen, weil Spulk. Ja, Spulk ist doch sowieso Spulk clear, war die, mal. Ja, ja, Spulk war die ganze Zeit jetzt mit rechts im Laboratory-Bereich und ich auch. Also ich war so, ich war so bei Weapons. Gegangen, aber ich habe ja, Seismic gemacht und hätte ja gar keine Zeit gehabt, zum Elektriker gegangen, weil zu gehen, weil ich zum Elektriker mit Spulk gegangen bin. Also wir sind erstmal rechts gegangen, dann habe ich gesehen, okay, Spulk geht rechts, dann gehe ich links. Oh, und dann habe ich habe ja schon den Reaktor geklärt und war der einzige dort. Also ja. Nehme ich auch. Das ist eine Karte. Okay, alles klar. Also ich würde jetzt. Wort mal mich. Wäre es noch links gewesen, außer mir und Robbio, weil wenn es nur. Also ich war so, ich weiß nicht, ist das. Also zum Zeitpunkt des Reports war ich in Communications und habe zum zweiten Mal dieses scheiß Upload-Ding gedrückt, weil ich beim ersten Mal habe ich es zu bald abgebrochen, scheinbar. Jedenfalls du warst in Communications? Ich habe dich angenommen, ja. Ich war in Communications. In Weapons, ich habe dich gar nicht gesehen. Ist das dieses Upload-Dingsbums? Das ist das Upload-Dingsbums. Das ist das, was mir am Anfang hinterher ist. Ja, das stimmt schon. Ja, genau, kurz danach. Und ich habe blöderweise das Upload zu bald abgebrochen. Und dann habe ich gesehen, dass das immer noch blinkt. Und ich dachte, ich kurz danach ging das Licht aus und dann habe ich dich nicht mehr gesehen. Aber Conan, ich habe dich doch gesehen, wie du. Jemanden gekillt hast. Halbe Minute oder so, bevor jetzt der Report kam, wie du da Electrical oben Ja, weil da das Licht aus war. Und Robbio, warum wählst du mich? Spulk kann mich aber da, ja, wer ich war das lustig von. Wer war denn, wer war da irgendjemand mit es dir? Es sind eh sieben Leute hier, es wird sowieso geskippt. Also Conan, du hast dich gerade sehr plausibel, hast du den Task beschrieben mit dem Download. Und deswegen und bist du Imposter. Ja, aber der Upload-Download-Dings ist jetzt nicht so schwierig. Ich habe gerade überlegt, wie ich es formulieren kann, weil es halt kein richtiger Verdacht ist. Aber du bist die einzige Person, die ich da irgendwie gesehen habe, wie sie in Richtung Electrical gegangen ist. Und sonst war da, glaube ich, also ich habe niemanden gesehen. Wir haben noch Tasks übrig. Ich muss noch zwei oben. Ich habe noch einen in O2. Dann bin ich fertig. Ich habe noch einen. Ich wusste gar nicht, dass die Tasks auch außerhalb sein können. Ich glaube, ich auch zwei oder drei. Ich weiß es gar nicht. Auf der Freifläche kann einfach so ein Task sein. Einfach so ein komischer Stab da. Ja. Wusste ich gar nicht. Also noch können wir skippen, aber es ist schon... Also bei sieben. Ich meine, wir sind nah an den Tasks fertig. Also von daher. Wichtig ist auch, dass die Geister ihre Tasks machen, falls das noch nicht gemacht ist. Ey, geil, Ricardo. Spulk hat sich selbst gewählt. Sehr gut. Wie im echten Leben. So. Beim Völkerball wähle ich mich immer als erstes. Wir machen unseren letzten Task und dann ist die Geschichte gut. Problem ist, wir können jetzt gekillt werden. Ne? Das ist dann, aber dann machen wir den Task halt als Geist, ist dann auch egal. Minister füllen, das war's. Ach scheiße, wo laufe ich denn hin? So schlimm. Ach, hier ist wieder alles zu, das nervt so. Die dummen Türen, ey. So, das geht ganz fix. Zack. Ja, jetzt gleich. Zack. Und Tasks fertig. Wir gewinnen über Tasks. Das ist perfekt. Wir gewinnen über Tasks. Wir können eigentlich nicht. Wenn wir 10 Leute sind, sollen wir die Tasks wieder hochstellen. Wir haben zu wenig Tasks, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, ich bin fertig. Ich würde Kameras gucken mal. Oh mein Gott! Conan. Dani. Oh, wow. Dani ist es. Willst du mich verarschen, alter Conan? Du willst mich verarschen. Du stehst bei der Leiche. Also ich stehe bei der Leiche, aber du bist da gerade weggelaufen. Ich mache ganz sicher den gleichen Fehler nicht nochmal. Ich habe gesehen, dass du... Nein, mein Freund. Nee. Kann der Nico tot sein? Der war doch gerade noch beim Reaktor. Echt, genau, oder? Nico ist gerade da hochgelaufen. Ich wollte zu dem anderen, bin zurück und dann liegt da Nico und Dani läuft gerade weg. Willst du mich verarschen? Also wenn du es nicht bist, dann hast du echt gerade Pech gehabt. Du hast. Ich weiß, dass ich es nicht bin. Mehr muss ich nicht sagen. Ich habe den Reaktor gemacht. Wir können auch die Task einfach fertig machen. Ja, ich würde eh sagen, wir gewinnen über Task, aber also ich vote Dani, sorry. Ich habe den Reaktor gemacht. Nico, warte mal, ich will ganz kurz erzählen.
ich habe den Reaktor gemacht, Nico kam dann dazu, weil er wahrscheinlich dachte, da ist niemand. Und dann ist Nico schon, als er mich gesehen hat, runtergelaufen wieder. Und Conan kam dann an. Da war niemand sonst. Dachte, wenn da jemand anders Conan war, bin ich blind. Conan dachte wahrscheinlich. Conan dachte, oh, er dachte, da kommt keiner. Fehler. Oh. Conan dachte wahrscheinlich, da kommt keiner mehr. Und deswegen hat er Nico gekillt. Und dann hat er mich gesehen, hat er schnell reported und sagt, ich hab's gelesen. Genau, das war sein Problem. Er dachte, ey. Dani, wenn du eine dritte Person gesehen hast, dann könnte es die gewesen sein. Aber du warst da alleine und ich bin da hingekommen. Hey, wie eine dritte Person? Da war auch keine dritte Person. Ja, wenn du es nicht warst und ich es nicht war, muss es eine dritte Person geben. Das ist der Punkt. Also für mich kann es nur du sein, weil ich habe keine dritte Person gesehen. Conan, das ist wirklich so eine richtige, das ist so... Ja, in meinem Kopf ist das so, deswegen ist das... Nein, nein, das hat mit meinem Kopf nichts zu tun, da war keine dritte Person. Wenn du eine dritte Person gesehen hast, weil du bist ja genau dort auch gewesen. Oh, ja, ist ja gut, ihr beiden. Es hat sich immer gegenseitig. Also wer hat noch Tasks? Wer hat denn noch Tasks? Ich habe keine Tasks mehr, ihr könnt mich rausvoten. Ich habe auch keine Tasks mehr. Ich muss, eine muss ich noch machen. Dann würde ich nämlich dich einfach... Nehmen wir kurz was Fragen. Ja, was ist denn... Was? Ich habe trotzdem noch mal eine Frage, weil ich bin Noob, ich bin jetzt mal schon tot. Wo ist die Klinik? Ich muss das wissen für einen Task. Achso, das ist auf der Map das Ding, wo so ein Bildschirm zu sehen ist. Guck doch bei Google Maps. Lebenswelle. Ja, ich guck schon die ganze Zeit. Ich... Neben Office wahrscheinlich. Im East-Bereich. Genau, neben Office. Im East Blue ist das, genau. Was ist denn mit Rasierer eigentlich? Also ich glaube, was Spulk meinte, macht schon Sinn, aber... Also ich war im Specimen, hab da wieder diese Steine sortiert und bin dann hoch... zum Labor. Also ich möchte noch mal kurz sagen, wenn es Dani wirklich nicht war, dann Respekt. Ja, wir haben es verstanden. Mann, Alter, ja, aber dann Respekt an den Imposter, weil es geschafft hat, uns beide gegenseitig sass zu machen. Ja, ist doch gut jetzt. Alter, Conan, ich hab dich gesehen, wie du gekillt hast. Nein, das kannst du nicht, weil ich war nicht. Was laberst du denn? Wenn du das sagst, dann kannst es nur du gewesen sein. Denkst du, du bist lustig mit deiner verkackten Art? Straff dich mal, Junge. Wenn's Respekt an den Imposter, was laberst du? Ja, wenn er uns beide verarscht hat, wenn du es nicht warst, dann ist er gut. Also für mich musst du es gewesen sein. Deswegen. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich skippen oder voten? Conan voten. Es ist Conan, Alter. Ich vote Dani, okay. Wahnsinn. Also wenn er es nicht war, wie gesagt, dann ist der andere gut. Weil ich war es nicht. Ja, ja, ist okay. Du Haar, du dumme Haar. Ihr geht danke, jetzt. Danke. Conan. Ah, ich muss muten. Wer war's denn? Diese Let's Player, die sich nicht muten. Wenn es Dani nicht wäre gewesen, dann muss jemand da weggelaufen sein. Das müssen wir gleich sowas von eruieren. Aber das würde ja bedeuten, dass, wenn jetzt noch nicht vorbei ist, müsste noch einer übrig sein. Das kann ja nicht sein. Ich hab nichts mehr zu tun, was soll ich machen? Yes! Ja! Jawollo! Ich kann nicht mehr so viele am Leben. Und Rasierer war der andere? Ja, ich war der andere. Und Rasierer, warum hast du denn, gerade gespielt? Alter. Scheiße, ey. Oh, eine konnte ich noch vor Rasierer wegnehmen. Also das war knapp. Also hatte ich 2 von 2, sehr gut. Also okay, das war nie, mal wusste ich, weil er mich gekillt hat, aber bei meiner war ich mir echt nicht sicher bis zuletzt. Gern geschehen, Conan. Conan, du machst dich noch sass, wenn du sagst, oh ja, und Respekt an den Imposter, ne? Naja, aber es stimmt ja, wenn es wirklich geschafft hätte, sowohl Dani als auch mich. Ja, aber wie soll verarschen. Das denn gegangen sein in der Situation? Das war ja, sowas von obvious, dass es Dani war. Ja, ja, eben. Wenn es so obvious war, ja, für die anderen scheint es nicht obvious genug gewesen zu sein, weil er wurde ja nicht so schnell rausgevotet. Du hast ich hab's gerade noch gut, aber du hast es noch gesehen. Ich hab da in den letzten Sekunden noch gevotet, das war ein bisschen knapp. Du hast mich ja auch reported, so eine Viertelsekunde, nachdem ich gestorben bin, einfach. Ja, eben, ich stand ja direkt auf dir drauf. Ja, Respekt an den Imposter, das muss ja echt ein cooler Typ sein. Mann, der krass gespielt, ey, mein Gott, ey. 1000 IQ-Move, ey, mein Gott, das würde ich ja nicht können, also. Conan, das war echt der Satz des Jahrtausends, den würde ich mir gerne einrahmen. Wie gesagt, für mich war ja klar, dass du es warst. Respekt an den Imposter. Das muss der Folgentitel werden. Respekt an den Imposter.
Du bist eine Trollhure. Conan hat einfach ein großes Herz für uns alle. Auch wenn er genau gesehen hat, wie ich jemanden abgeschlachtet habe. Ich hab nicht gesehen, wie du, das ist das Ding, ich hab's nicht gesehen, wie du ihn abgeschlachtet hast, ich hab gesehen, wie du halt weggelaufen bist. Das ist genauso wie, wo ich da die Killen hab sehen. Ich hab auch nicht gesehen, wie der Kill passiert ist, aber halt, wie er zwei Sekunden danach davon weggegangen ist. Also das war halt auch. Weil hätte ich den Kill gesehen, hätte ich natürlich hundertprozentig behauptet, dass es war. So konnte ich halt nur sagen, er war der Einzige, der dort war und ich war der Einzige, der dort war. Also, wir hätten echt noch gewinnen können jetzt gerade. Also Dani war ein Poster, ne? Ja, es war knapp. Ja. Boah, krass, ey, muss ich schon sagen. Boah. Und warum gibt es dann Fight und einen Counter? Ja, weil sich Ricardo ständig umbenennt. Guck mal, jetzt steht da auch Counterfight. Ist ja cool, Mensch. Boah, ja, boah, Alter. Ja, Ricardo ist, jetzt Ricardo muss ich ist großer. Oh Gott, zu viel Rap. Jetzt muss ich jemand 13 nennen. Nein. Ich sag jetzt auch immer schon die Farben oder die Ingame-Namen. 13? Also, ja. Ich kenne die Leute exakt so, wie es da steht. Ricardo, ja, ich würde mich gerne 13 nennen, aber dann... Das Ding ist halt, es passt dann immer nicht ganz zusammen, wenn ihr redet und der Discord-Name angezeigt wird, aber gut, es ist für die Zuschauer halt. Zuschauer? müssen die halt auch ein bisschen mitdenken. Achso, die sehen ja nicht mal den Namen Ricardo, die sehen ja den Namen nicht HF. Ja, nach einer Weile gewinnt man sich ja nicht mehr, ich glaube, das ist okay. Warte, die Zuschauer sollen nachdenken, bist bescheuert? Ich wäre jetzt verwirrend. Die gucken das nur, um zu sehen, wie Conan geschafft ist. Du weißt aber schon, dass du auf YouTube hochlädst, oder? Grüße raus an Sonne, die guckt das auch. Hallo. Hallo Sonne. Hallo Sonne. Ich mag dich ganz besonders gern. Ja, wir mögen dich besonders gern. Auf jeden. So was darfst du auch nicht im Stream fragen. So, jetzt so, weiter, Runde, oder was? Ne? Ja. Part ist bei 36 Minuten. Geil! Mittlerweile kenne ich alle Tasks, glaube ich. Wobei, nee, noch nicht ganz alle. Echt? Was ist denn die oben rechts? Was ist für dich jetzt oben rechts? Also die mir vorhin nicht eingefallen ist, die ich eigentlich als Ausrede bringen wollte, war die Minuten-Task. Stattdessen habe ich dann wieder... Nordosten, ist das besser? Von der Rakete gesagt. Das mit den Proben, ja, stimmt. Ja, die Minuten-Task. Die wollte ich eigentlich vorhin als Ausrede bringen und dann habe ich auch noch schwachsinnigerweise die mit der Rakete gesagt. Das war natürlich, wo ich vorher noch sage, ich weiß wo die Rakete ist. Gott. Diese ganze Geld-Task gibt es ja auch. Die Nummer ist ja schon längst durch. Wir starten krasser einfach Imposter, ja. Und ich blamier mich nicht weiter. Auf jeden Fall Respekt an den Imposter. Ja, mal finde ich auch. Hat er echt gut gemacht, ey. Ach ja. Mein Gott. Yes, ich mag Besatzung. Vielleicht kriegen wir ja noch die Tasks bei... Ja, bei Spaceyman, genau die Tasks will ich. Da gehe ich sofort hin, bevor mich irgendjemand killt, gehe ich sofort zu Spaceyman und schau mir die letzten Tasks an. Ich bin kurz AFK, bitte killt mich nicht, ja? Vielen Dank. Schau mir, wer hat das gesagt? War nicht der Imposter selbst, Lul. Oh, Dani und Nico gehen mit mir hier rein. Ah, das habe ich im Stream schon mal. Ja, das habe ich im Stream schon mal gesehen. Da muss man die Formen ein paar einfügen. Okay, das kann ich mir merken. Ach, und hier ist nochmal so ein Download. Alles klar. Okay. Ja, dann machen wir den Download. Dann wird das natürlich auch wieder zu einem Upload. Habe ich da oben was? Ja, ich habe wieder die Raketentask. Okay, dann machen wir die auch noch. Moin. Da war Counter. Counter guck. Okay, er guckt. Also er ist Counter. Ich darf nicht Counter sagen. Ricardo war das. Sonst denke ich nachher noch, da war wirklich Counter. Aber Counter heißt ja Fight. Es ist dumm. Es ist so bescheuert. Wenn die sich immer umbenennen. Beziehungsweise ist es ja nur Ricardo. So. Communications ist der Upload dann. Machen wir den Upload. Ah, ja, vielleicht sollte ich auch draufdrücken. Dann machen wir in O2 den Baum. Dann machen wir im Büro die Karte. Oh, es ist noch keiner tot. Ich werde gleich einen Toten wiederfinden. Das ist doch scheiße. Ich bin Bock, einen Toten zu finden. Okay, jetzt ist einer tot. Ich
habe den toten Dani gefunden. Ich kann euch sagen, wann er gestorben ist, aber nicht wo. Woran? Weil er die Lebensanzeige geschaut hat. Oder an Corona? Als er gestorben wurde. Nee, als er gekillt wurde. Corona. Sag das mal, wo war das denn? Also wir sind Ricardo, sag das mal noch nicht. Ich bin Fight hinterhergelaufen, er hat ihn, glaube ich, auch gerade gesehen. Ich möchte aber eine These anmerken. Rasierer steht sehr oft an Tasks und die Balken gehen nicht hoch, wenn er wegläuft. Das habe ich jetzt zweimal beobachtet. Welche Tasks? Der Start, also weiß ich jetzt nicht. Also so weil es gibt Tasks, wo der Balken erst hochgeht, wenn sie komplett fertig sind. Wir haben zwei Download-Dinger-Tasks, die sind, der geht der Balken erst hoch, wenn sie fertig sind. Also er stand so in der Mitte des Spielfelds, da so in diesem großen freien Gang. Bei dem Strommast. Okay, da ist kein Download eigentlich. Okay. Ja. Ich weiß, wo die andere Leiche ist. Strommast baue ich immer ewig, weil es auf dem Handy so kacke ist. Okay. Danilein wurde getötet, als das Licht ausging. Xenohard hatte, glaube ich, das Licht gefixt auch. Achso, er ist tot, okay. Ja, ich kann ja sagen, wo er liegt. Der liegt unter O2. Und zwar, also ich habe halt den Download da gemacht. Dann bin ich runter, dann kam mir, also bevor ich in O2 reingegangen bin, kam mir Conan Kun88 entgegen. Dann habe ich meinen Download gemacht. Dann, ja genau, und dann bin ich runtergelaufen. Und dann habe ich da die Leiche gesehen. Und kurz bevor ich reporten wollte, wurde Danis Leiche reported. Conan, wo warst du denn zuletzt? Lass mich kurz auf die Karte im Upload gesehen. Ich habe zuletzt dem Baum diese Schiebedinger gemacht. Bei dem Baum, wie heißt der Raum? Ich glaube nicht, dass das sein kann. Du bist gerade nach Waffen runter. Und dann oder bin nicht, ich, weil ich in Kommunikation du war. Hast gefragt, wo ich zuletzt war. Ich weiß nicht, was du wann bei dir zuletzt ist. Ganz zuletzt war ich unterhalb vom Office. Weil mein letzter Task ist die Karte neben Office. Wo man die Karte vor das Ding halten muss. Okay. Aber also davor war ich noch, also mein letzter Task war das, was ich dir sagen wollte, denn das war der Baum-Task in O2. Aber bist du nicht in Waffen rein? Ich hab dich nach unten laufen sehen. Das ist richtig, ich bin aber auch gleich wieder raus, weil ich doof bin. Okay. Und dann wieder in den Tast. Aber dann warst du doch gerade, hat nicht gerade jemand behauptet, dass Xehan irgendwo da unten gelegen hat? Robju hat das behauptet, ja. Ich hab ihn nur gesehen, mehr nicht. Ich glaube, der Einzige, den ich gesehen habe in der Zeit. Das ist alles. Xehan war nicht tot. Dani ist zuerst gestorben. Sagen wir mal so. Dani ist Frage. Zuerst gestorben, danach Xehan. Hat Rasierer ein Alibi? Also, war er mit Leuten rumgelaufen? Nicht gewesen sein. Am Anfang hat er nicht Xehan unten getötet. Ja. Erstmal wurde Dani irgendwo getötet, als das Licht ausging. Und irgendwann später wurde Xehan getötet und danach wurde Danis Leiche entdeckt. So. 15 Sekunden. Das ist aber schön gut. Warum ist jetzt Conan der Suspect? Der ist nicht suspicious. Weil ich glaube nicht, dass er Xehan ist nicht suspicious. Er war nur die letzte Person, die ich gesehen habe. Aber das ist Conan. Ja, diesmal wollte ich ihn nicht. Ich habe übrigens eine Visual Task als letzte Task. Ich auch. Mitkommen will. Okay, lass sie zusammen machen. Welche Farbe bist du? Das letzte? Jetzt schon? Krass. Ich bin weiß. Krass, so, Respekt ans Besatzungs- Ach nee, ich habe ja noch zwei Scheiße. Okay, da oben in diesem Dings die Task. Aber jetzt mache ich erstmal die Kartentask, wie ich schon gesagt habe. Hä? Ach so. Auch schon mal gemacht. So. Und jetzt habe ich noch da die Task. Wo ist denn das Ding, Viech? Da ist das Viech. Ah, das ist das, wo Rasierer vorhin gemeint hat, der braucht da ewig. Ja, das ergibt natürlich Sinn, dass das am Handy eine Weile dauert. Stabilisatoren! Okay, Stabilisatoren werden... Ah. Dann wartet der andere. Ich rüber. Okay. Wieso habe ich jetzt... Hä, jetzt habe ich da doch noch eine Task. Nicht doof. Gibt es da zwei Tasks? Ach, die habe ich noch gehabt. Ja gut, jetzt bin ich fertig mit Tasks. Dann gehe ich jetzt Kameras gucken. Neuer Versuch. Letztes Mal, als ich Kameras gucken wollte, kam der Report. Ich glaube, da kam sogar der... War es da nicht sogar vorbei? Aber ich komme von hier gar nicht rein zu den Kameras. Reise. Okay, Licht kann man direkt machen. Mal direkt am Weg. Geht so fix jetzt das Licht. Zu fixen. Zack, 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 zack. Also Counter ist es nicht. Der hat die Visual Task gemacht. Flo ist sehr clear. Hat Counter auch gesehen, ja.
Wieder ein Report von Fight. Ja, der erste Report von Jet. Okay. Ich habe bei Counter gesehen, dass da das grüne Ding um ihn gegangen ist. Ja. Ich habe das selber bei Flo gesehen. Okay, dann sag ich mal halt. Keine Tasks mehr. Dann sag ich mal Ricardo. Ich möchte auch mal bemerken, dass wir locker über Tasks gewinnen, die Runde. Ja, ich glaube, wir müssen die Tasks bei 10 Spielern ein bisschen höher stellen. Ja, ja gut, dann können wir erstmal zu Ricardo rauswählen, oder? Ja, fein, also, hast du was gesehen? Ja. Als lustig. Ich habe die Leiche gesehen, sonst nichts. In diesem Desinfektionsmittelraum da. Wer war denn da in der Nähe? In dem oberen oder in dem unteren? In dem unteren. Okay, da war ich. Ich glaube, Nico war in der Nähe bei uns, oder? Spulk war nicht in der Nähe, den haben wir am Ende gesehen. Ich glaube, Nico war noch... Ja, ich war gerade noch im Specimen, deswegen habe ich gefragt, genau. In welchem, weil wenn ich im oberen hätte es nicht sein können, da war ich ja gerade gewesen. Aber im unteren, so weit war ich noch nicht. Hey, Spulk? Ja? Bist du Imposter? Teile meiner Antwort können dich verunsichern. Ah, okay, nice. Ja, dann. Merkel wurde gewählt, okay. Also ich meine, wir können auch die Tasks machen. Ich weiß jetzt nicht. Oder wir wollten Ricardo raus. Wer hat denn von euch noch Tasks? Ich glaube, ich habe noch einen. Ein oder zwei. Okay. Weil es sind ja, der Balken ist ja nicht mehr viel. Also es können ja auch die Geister noch ein paar haben, ne? Ja. Deswegen können wir die jetzt nicht fragen. Also ich habe mindestens noch eine. Aber ich habe jedenfalls keinen Task mehr. Ich habe auch keinen mehr. Ist das eigentlich schlimm, also, dass die Geister ihre Tasks nicht machen? Ja, weil wir da nicht fertig werden. Aber was ich als Geist sagen kann, auf jeden Fall Respekt an den Imposter. Mach dir sicher mal, ey. Ah, okay, Conan, ist das alles klar. Ja, ich habe auch gerade, weil Conan so gelacht hat. Ich muss eigentlich. Ist das jetzt euer. Oh mein Gott, Dani, was hast du getan? Aber es ist okay, ich meine, ihr könnt mich rausworten. Mir ist es wurscht. Ja, komm. Weil ich bin fertig. Also, ob ich jetzt als Geistkameras gucke oder so, ist mir auch egal. Nice. Yeah, okay. Geil, Dani. Respekt an den, an das Besatzungsmitglied. Sorry, Conan, wenn du es nicht bist. Das ist komplett. Oh, Conan, du musst dich schon selber noch voten, wa? Damit das Gott, Dani. Du hast dir mit dem Posten gerade echt einen Gefallen getan. Habt ihr das jetzt ernsthaft gemacht? Ach, scheiße. Wow, Dani. Wow. Mach die Tasks. Nein. Mach die Tasks, Leute. Ist das bescheuert? Alter. So funktioniert das Spiel. Was? So. Respekt an den Imposter. So hilft Dani dem Imposter. Der freut sich jetzt richtig, der Imposter. Was denn? Okay, komm, dann gehen wir alleine Licht reparieren. Kann ich als Geist nicht, na toll. Kann ich als Geist Kameras gucken, bitte? Ja. Ja, okay, ich kann Kameras gucken. Dann ist doch gut. Wir gucken jetzt mal Kameras. Ey, ist das bescheuert? Ich komme nicht auf mein Leben klar. Aha. Ach so. Ja, man kann ja nicht, ja. Ja. Das sind immer nur ganz kleine Bereiche, die man sieht. Yay. Yes. Ich weiß immer noch nicht, hey, wer Dani, es war. Hey, Dani, ist dein Scheiß ernst eigentlich? Es war nicht, es waren weder Conne noch Azera. Sehr schön. Wer war's denn? Wer war's denn? Ich und Veit. Aber... Was? Okay. Der dich die ganze Zeit reportet hat, was? Aber wieso habe ich noch getötet? Aber wieso habe ich bei Fight diesen Scanner gesehen, dass der Ricardo und das selbst das gesehen hat. Habt ihr jetzt echt mich fürs Sass gehalten, weil ich das lachen musste, dass Dani den Spruch nochmal gebracht hat. Ich sag aber auch Fight wieder wie Pop und Ricardo so, ne, der ist. Conan, ich fand's auch obvious, dass du gelacht hast, weil das gerade eben uns beide betroffen hat, aber, Ja, natürlich muss ich lachen, weil das einfach so aus dem Nichts wieder kam. Du bist doch einfach der King im sich suspicious reden. Ich merke das schon. Gesehen und Fight war im Post. Stimmt. Er kommt dann keine Reaktion zeigen. Ja. Nee, kann ich nicht. Es ist nicht meine Persönlichkeit, sorry. Sorry, Ricardo, sonst hätte ich dich... Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Aber du musst dich ja auch Counter nennen, ne? Clever. Also eine Runde würde in die Aufnahme noch reinpassen, wenn wir sie schnell starten. Wir sind bei 48 Sekunden. Ja, ich muss Among Us neu starten. Yes. Ja, die XP reagiert alles gut. Ja gut, ich habe auch nichts. Bei mir geht das schnell, sorry. Das ist richtig. Ich brauche keinen scheiß PC. Aber ich verstehe das, dass Rasierer sagt, dieses Ding auf der Fläche, wo man diesen Kasten durchschieben muss, das ist das am Handy, dass das stressig ist. Dass man da eine Weile stehen kann, das verstehe ich tatsächlich.
Das ist auch am PC. Das macht Sinn, ja. Am PC bin ich nicht so. Hallo? Okay, hallo? Hier passieren seltsame Dinge. Einen Moment, bitte. Hallo? Ihr Antrag wird hallo. So schnell es geht bearbeitet. Hallo? Hallo? Aber wir können auch noch den Part beenden, ich meine 5. Nein, können wir nicht. Ist ja nur der, wir beenden nicht die Aufnahme, ist ja nur der Part. Nein. Ist doch super, der Antrag los. Wurde... Let's go. Na, der Antrag ist angekommen, verarbeitet und abgelehnt worden. Okay, dann warte ich. Oh, danke. Sehr nett. Na, die Zuschauer wird es auch freuen, wenn sie noch eine Nuan bekommen. Sonst halt L drücken. Müssen ja nicht warten. Aber man könnte ja auch die Stelle, wo nichts passiert, einfach rausschneiden. Oh, Wie gesagt, L drücken. Ist eigentlich noch The Conan Kuhn 88 LP? Keine Ahnung. Meld dich mal, wenn du das hörst. Wie hieß nochmal der Typ, der immer Verschwörungstheorien in die Kommentare gepostet hat? Er hat sich immer wieder umgenannt. Keine Ahnung. Grüße ihn raus an Michael Schumacher, also falls du es siehst natürlich. Ja, ja, falls du es hörst. An wen? An Michael Schumacher, Grüße. Ach so, ja, also, wahrscheinlich hört er das. Ist ja ein Drosten Ultras. Respekt dann in dem Poster. Das war ein guter Move, muss ich sagen. Aber ich stolz auf jetzt nach dem Ding muss ich auf jeden Fall den Part stellen. Vorher war ich noch so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich der Partname ist, aber jetzt möchtest ja. Möchtest du deinen Freund am Stream? Nein, möchte ich nicht. So, ich bin wieder da. Wie du einfach mit kann losgehen. So, wenn ich den Poster bin, kill ich Conan zuerst. Erst spricht Dani als Geist, dann lache ich drüber und dann fliege ich deswegen raus. Was zur Hölle? Weil es lustig ist. Ich hab wirklich nicht gedacht, dass das irgendwas beeinflussen könnte. Dann versteht uns aber du schaffst es einfach immer wieder. Es hat nichts beeinflusst letztendlich, weil die Runde haben wir überhaupt. Nee, wie gesagt, mir war es ist ja okay. Ich habe dann halt das Geistkameras geguckt. Und Rick, hier ist raus. Er wollte deinen Namen ändern, glaube ich. Aber hat er eigentlich schon. Ricky, bist du noch da? Ja. Ich möchte noch meinen Namen ändern. Achso. Wer wirst du denn jetzt diesmal? Wieso? Nein, okay, warte, ich muss. So. Ja. Ja, okay, das ist damit komplett klar. Das ist wahrscheinlich. Flo, warte. Wenn du nicht einfach dich IR nennen können, dann könntest du. Na, egal. Nein, er will das. So. IA ist ein Esel, oder was? IR, die Menge der reellen Zahlen. Na, ist ja wurscht. Weiter geht's. Ich weiß, dass es kein Esel ist. Ach stimmt, da habe ich auch gerade dran gedacht. Ich weiß, dass es kein Esel ist. Wir sind Esel. IA. Mathematikerwitz. So, weiter. Auf geht's. Hier ist genau 3. Ja, sehe ich auch so. Gerundet ja. Jetzt fällt's. Gerundet ja. Auf ganze Zahlen. So. Okay, wir wollten die Dings hochstellen. Scheiße, habe ich vergessen. Machen wir beim nächsten Mal. Machen wir beim nächsten Mal. Oh, den hat man noch nicht. Oh, den kenne ich ja wirklich noch nicht. Was ist das denn? Minus 34. Was ist das denn? Aha. Interesting. Okay, wir haben wieder 2 in Specimen. Geh auf jetzt. Will ich hier rein? Ja, komm mit. Hi. Bitte töte mich nicht. Töte dich auch nicht, weil ich es nicht kann. So, den kenne ich noch nicht. Ach, das ist so ein Ding wieder. Kann ich. Als Mathematik. Schon verklicke ich mich. Das wäre lustig. So, okay, wir haben wieder die Karte. Die geht auch schnell. La 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 la. Freunde? Ach, die sind beide im... Die laufen als Doppelimposter rum. Okay, ich muss Dings machen. Not bad. Ich wollte schon sagen, muss doch jetzt einer den Dings, ne? Aber, ja. Not bad. Nicht schlecht impostert. Respekt an den Imposter an der Stelle. Oh Mann. Wo
sind das jetzt da? Ach, das ist das Ding wieder zum Auffüllen da. Ja, ja. So, ein Task noch, dann Hamasch. Habe ich meinen Soll erfüllt? So ein Ding ist das. Na endlich, ey. Wahnsinn. Ja, wie ich jetzt schon alle Tasks fertig habe. Mein Gott, wie lange das denn gedauert, Leute? Unten rechts, da bei Atme, also in einem von diesen, also nicht in Dekon, sondern in so einem Flurschlauch. Also ich glaube, Daniel hat keinen gekillt. Warte, du hast gerade gesagt, bei Admin, meinst du wirklich Admin? Nein, ich meine schon Specimen. Also ja, selbst reportet, aber ja, Spulk hat gerade gesagt, ich habe nicht in Specimen reingehen sehen. Okay, das macht not Sinn. Bad, not bad. Okay, Fight ist auf jeden Fall clear. Ich habe gesehen, wie er die Kanone Ricardo ist es. Ich kann Ricardo klären, so gut wie, also eigentlich schon, ja. Meinst du die Menge der reellen Zahlen? Ja. Weiß einer, wie lange der schon tot war? Weil ich war ganz am Anfang, war ich mit Conan und Rasierer in Specimen gewesen. Nee, also genau. Ich habe nach einer Weile mal Vitals gecheckt, da waren noch alle am Leben. Ich weiß nicht. Okay. Das ist ja super gut. Also war das also ja später war passiert, okay. Lange her. Also es war jetzt auch schon bestimmt wieder eine Minute her, es war eine ewig lange Runde. Nico, du warst eine ganze Zeit auch bei Ricardo und mir, ne? Ah, nee, warte, nee, nicht nee, nein, bei, Rob, war, bei Robcho, oder? Bei Robcho. Bei Robcho. Jetzt die Farben sind jetzt wieder anders. Wow. Ich war irgendwie bei jedem Mal. Ach, also. Robcho, dann warst du das die ganze Zeit. Ja, dann kann ich dich natürlich klären. Ja, Mann! Robcho ist dir hinterhergelaufen, ja. Ja. Und ich habe euch auch mal gesehen. Das war ja aber noch, das ist ja auch schon wieder ewig her. Ja. Ich habe Nico wegrennen sehen. Der ist mir als letztes entgegengekommen. Ich weiß aber nicht, ob rechts irgendwo eine Leiche lag. Aber es sind halt auch nur zwei Leute gestorben. Dafür. Ja, Dan und ich haben uns abgesprochen, dass wir erst Runde 2 anfangen, was zu machen. Ja, das macht Sinn. Okay, nee, keine Ahnung. Ich glaube, Ricardo ist es. Also, Fight ist hard clear. Ich habe ihn, seine Visual gesehen. Wer? Okay. Fight. Okay. Hast du schon mal gesagt, Ricardo? Ricardo, hast du die Visual noch? Hast du die Vision? Die habe ich schon gemacht. Die hast du natürlich schon gemacht, ärgerlich. Das kam jetzt auch. Ich glaube, irgendjemand hat mich aber dabei gesehen, ich weiß aber nicht wer. Wenn das jetzt Counterfight ist, dann wäre das natürlich überhaupt nicht suspicious, aber. Ey, Conan, falls du das kommentierst, halt die Schnauze. Ich kann dann nicht mal sagen, was jetzt hier Visual ist und was nicht. Weil ich du hast die Kamera. Der Scanner unter anderem. Das habe ich. Nee, das ey, ist seine Visual. Der Scanner mit der Karte oder was? Die Kanone habe ich gesehen, wie er die bestätigt hat. Hat jemand was ich glaube, wir haben nicht ernsthaft mit dir geredet, Conan. Das war, glaube ich, nur ein Witz. Okay, Counterfight. Nee, sag mal ruhig. Sag am besten nichts mehr im Rest der 5 Minuten Aufnahme, bitte. Ja, okay. Ich habe jetzt keinen Clou. Ich habe mich kurz im Mute die Wurst bringen, ob die was schon hören. Ich habe auch Skip gewotet. Ja, ich hab Ricardo gewotet. Waren nur Frechheiten von Robcho. Ja. Alles gut. Ich habe Conan gewotet. Aber wir haben auch so viel Spaß. Ich bin im Selbstvot. Ne? Ja, Spulk Standard. Ich bin im Selbstvot. Sehr, sehr schön, sehr schön. Hätte ich jetzt auch Spulk gewotet, dann wäre. Hey, Conan, vergiss die Tasks nicht, ne? Danke. So, möchte jemand mit. Achso, das darf ich jetzt nicht sagen. Du warst frech, jetzt mache ich nichts mehr. Okay. Ja, wir sind fertig, ne? Ach nee, wir sind nicht. Fast. Das hier fehlt noch. Ach, das kommt dann immer. Ich verstehe, das kommt dann immer, nachdem man hier so ein Viech gemacht hat. Got it. So, jetzt verfolge ich dich, mein Freund. Aber ist das jetzt. Ist jetzt. Blick's nicht mehr. Der vorhin Termit war, war ja eigentlich Robcho, aber jetzt war der nicht schon immer. Ach, egal. Ich blick nicht mehr durch, wer ist. Wir könnten aber eigentlich auch die Imposter verfolgen. Wo ist denn Spulki? Oha. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich einfach nicht. Oha, er sieht mich. Yay, Nico wurde gefunden. So. Ich habe in Admin Ach so, das Nico gefunden. Lol.
Ich war literally gerade zwei Meter entfernt von Admin. Ich habe dich gesehen, Du standst unten an der Tür. Dani, ja, warum bist du vor mir weggelaufen? Weil ich mich gewundert habe, dass du oben im Laboratory nicht den Scan, dass du da nur zwei Sekunden hast. Ich habe keine Tasks mehr offen. Ich wollte, aber dann, du musst deinen Scan verfälschen. Ich habe die Scan gesehen. Deswegen frage ich, warum du von mir wegläufst. Achso. Okay, gut. Okay, gut. Ich war während Dani ist vor mir weggelaufen. Ich war währenddessen bei Vitals. Da waren nur zwei tot. Oh, übrigens, ihr hört mich, war disconnected. Ich weiß aber nicht, das bedeutet, dass Dani ihn gerade getötet hat. Normalerweise schreckt das Dani hat gescannt. Ich glaube, disconnected heißt in jedem Fall, dass er tot ist. Du hast, das ist schon visual gewesen, Counter, ne? Das heißt, also fight. Ja, wo ist denn jetzt der andere Körper? Also der andere Körper interessiert ja gerade eigentlich nicht. Also wir wissen nur, wo Nico war, und der war ein Admin. Ich kann für die Runde davor kann ich Robchu clearen. Ich kann Fight vertraue ich auch. Alter, so ein Quatsch. Fight hat ja gesehen, wie ich gescannt habe. Ja. Ach so. Okay, Fight. Okay, gut. Dann das hat er jetzt viermal gesagt, Ricardo. Du bist mir irgendwie ein bisschen suspicious hinterhergelaufen. Es heißt dächtig. Also Fight ist ein bisschen dächtig hinterhergelaufen. Ja, ich glaube, Fight ist clear, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, Robchu, Spulk oder Cehan? Ich glaube, also vom Gefühl, Spulk und Robchu. Spulk war letzte Runde auch schon so, weiß ich nicht. Ich bin zumindest relativ viel mit Xenoad rumgelaufen am Anfang. Also jetzt nicht in der letzten Runde da. Ey, Dani, ich bin's nicht. Ich bin ehrlich gesagt nicht in der letzten Runde, also meine Tasks sind fertig. Ich bin ehrlich gesagt in der letzten Runde auch nur rumgelaufen, um quasi zu gucken, ob es irgendwo Leichen gibt. Deswegen bin ich einmal durch den Specimen-Raum gegangen. Ach, normales. Und halt kurz bevor ich halt den Admin angekommen wäre, ist die Leiche da. Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen überinterpretiert, aber du hättest ja auch von Admin da den killen können, dann runtergehen in Richtung Specimen und dann so tun, als würdest du zurückgehen. Und dann immer warten. Ich bin an irgendwelchen Leuten vorbeigelaufen. Ich bin vorbeigelaufen an irgendwem im Laboratory. Ich glaube, Fight und noch wer. Ja, im Laboratory. Achso, und du bist da durch den Specimen. Genau. Okay. Das heißt, da kann man clearen. Also ich war definitiv auf der anderen Seite der Map. Okay, dann ist Xehan auch clear. Also ich vote Ricardo. Ich bin auch für Ricardo oder Spulk. Ich finde Ricardo aber. Menge der Realität. Ich habe keine Ahnung, ich schließe mich jetzt einfach der. Dani, ich bin auch clear. Pfeil ist doch auch clear, ich bin clear. Wir drei sind clear, wir haben eine Zweidrittelchance bei Spulk, Xehan und Termit. Hä, nice. Was ist mit Ricardo? Warum bist du denn clear, Ricardo? Wollte ich auch gerade fragen. Der hat mich doch gesehen. Oh, großartig. Ja, jetzt votet halt. Dani und Fight haben keinen Bock. Nice. Was ist denn los? Ich bin doch hier, Alter. Was ist denn los? Ja, weil es dann. Ach, wie geil. Groß an Conan. Es war jetzt eh zu spät, Ricardo. Ey, hoffentlich freut sich Conan darüber. Ich hoffe mal, es war richtig. Er hat sich schon aufgeregt, ganz schön. Ach Mensch, ey, es ist unfassbar. So, wir verfolgen Spulk. Lol. Der sich durch die Tür drücken, Move. Sehe dich, mein Freund, ich sehe dich. Ja, weiß nicht, was du tun sollst. Hinher, vor, zurück. Ja, okay. Oh, war das knapp. Xehan war es tatsächlich. Alter. Was? Richtig gut. Alter. Sorry, Ricardo, das war echt dumm. Ich hab die ganze Zeit auf den Kill-Knopf gehämmert, weil es fehlte nur noch ein einziger Task von irgendwem. Ja, ich hab so gehofft, dass du vorbeikommst, dass wir ein Double können. Ja, die Tasks hätten eigentlich fast durch sein können. Aber ja, ich stand fünf Schritte daneben etwa. Hat nicht sollen sein. Hey, Xehan und Spur, ihr wart beide ewig mit mir bei Admin. Wieso hat es dann so lange gedauert, bis... Kill-Cooldown. Ja, das war noch am Anfang von der Runde. Ich stand einfach die ganze Zeit, ich habe gewartet, dass mein Kill-Cooldown abgelaufen ist. Die erste Runde? So abgelaufen ist, habe ich dich gekillt. Vor allem der erste Kill war ja ich. Da seid ihr zu zweit gekommen und dann wurde ich gekillt und dachte so, hä, wie doof ist der, dass der einfach killt, während der andere daneben steht und danach killt einfach der nächste Flo. Moment, wir haben gerade verloren. Ich hab's gesehen.
Also Respekt an den Imposter an der Stelle. Ich dachte, warum, was ist da los, Conan? Warum bist du einfach tot? Ich find's gut, dass Sprüg da mitgemacht hat, weil ich bin einfach in den Trakt reingegangen. Ich dachte so, ja, ich kill jetzt, und dann habe ich darauf vertraut, dass nur noch einer hinterherkommt vielleicht, und der wird dann von Sprüg gekillt. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Ich möchte mich an allen bedanken, die für Ricardo gestimmt haben. Ja, Wahnsinn. Ja, vier Leute haben einfach für Ricardo gestimmt. Da darf ich auch nicht. Obwohl er nichts gemacht hat. Ich finde es auch, gut, dass ihr mir das abgenommen habt. Dass ich auf der anderen Seite der Map war, wo Nico gekillt war. Weil ich bin nämlich einmal rübergewendet. Ich bin auch so viel rumgewendet. Ah, krass. Das heißt Luftschatten. Ey, Rob jubiert mich doch jede Runde. Wie könnt ihr das ernst nehmen? Ich wusste aber nicht, dass wir nur noch einen Kill brauchten, weil wir zu fünft waren nur noch. Ricardo, das ist jetzt so ein bisschen Victim-Blaming, aber warum hast du denn nicht aufgeschrieben, dass du geklärt wurdest? Es kam ja zum Schluss, als schon drei Leute dich gestimmt hatten. Fight hat mich doch geklärt. Ich hab Fight geklärt. Deshalb weiß ich doch nicht mehr, dass du da geklärt wurdest. Rob, du hattest vorher deine Farbe, was ich nicht mehr da geklärt wurde. Zurück und Seemann. Und das war so einfach. Scheiße, Alter. War ich auch so dumm. Ich hab einfach Rob hier gewählt, weil ich dachte, okay, so dumm kann er doch nicht sein, dass er mich wählt, obwohl ich clear bin. Weil das witzig ist, Ricardo. Mein Gott, ey. Ja. Wow. Ich verstehe, warum du mich willst, aber ich verstehe nicht, warum die anderen. Ich hab dich dann gewählt, weil es eh egal war und weil ich nicht wusste und ich auch nicht skippen wollte. Scheiße, Alter. Das Ding ist, ich wollte Spurg nicht wählen, ne? Ich konnte das nicht machen. Mann, Alter. Ja gut, aber an der Stelle ist der Part schon mal zu Ende. Wir gehen gleich in den nächsten Part natürlich rein. Okay. Aber bevor wir den nächsten Run starten, gehen wir in den nächsten Part rein. Deswegen an der Stelle danke fürs Zuschauen. Danke, Imposter in den Kommentaren. Fürs Zuschauen, danke. Ja, danke. Danke, ja, echt nett von euch. Respekt an die Zuschauer. Gut. Danke. Richtige Unterzuckerscheiße. Ja.